So, ich habe jetzt gerade 10 Minuten gebraucht, um diese scheiß Steinkrühe. Also ihr müsst euch so ranstellen. Dann müsst ihr hier mit der Kugel mitgehen. Dann müsst ihr... Fick dich doch einfach nur, ich hasse es! Jedenfalls können wir jetzt da weiter. Ja, lass mich in Ruhe, kleiner Bastard. Ah, also so kriegt ihr jedenfalls die Kugel, wenn ihr euch da in die Wand portet, jedenfalls. Wieso darf ich da nicht rein? Darf ich da einfach nicht? Ja. Warum darf ich denn da nicht hin? Verarsche? Bin ich doch glatt auf die Kugel zu. Glaub mir, das hat mich schon im Privatspiel damals genervt. Warum bin ich doch hier wieder? Hä? Das hat mich doch rein gar nichts gebracht gerade. Oder soll ich dazu Truhe? Was ist denn hier? Mann, oh Mann. Also, vor allen Dingen die Stelle hat mich im Privatspiel extrem genervt. Oh ja! Jetzt muss ich tatsächlich meinen roten Trank trinken. Ich werde auch vor dem finalen Kampf nochmal was machen. Also mir meinen Trank. Mein Trank. Jedenfalls müssen wir jetzt noch unseren Schlüssel holen. Der ist ja da vorne. Wie kann der mich treffen? Unlogisch. Aber das muss man haben. Seit Nintendo-Logik, ne? Aber jedenfalls haben wir jetzt endlich unseren verfickten Schlüssel und wir können jetzt endlich zum Endboss. Angeschlagen. Und wir bluten, aber wir sind endlich da beim Boss. Hip hip, hurra. Wer war's jetzt? Ach du, der. Moment, ich muss meine Items wechseln. Eisstab. Ja komm, lass mich in Ruhe. Ja, einfrieren kann ich auch noch. Auch. Genau. Nein. Oh, blöder Bastard. Ich habe ihn doch mit der scheiß Wirbelattacke getroffen. Oh, warum bumpt der denn? Ich hasse Bump-Gegner. Habe ich das nicht schon oft genug gesagt, dass ich Bump-Gegner wie die Pest hasse? Ich glaube schon. Bäm. Ach, naja. Das ist so nervig, wenn du gegen Bump-Gegner kämpfen musst. Das hasse ich so. Bump-Gegner sind so nervig. Weil sie nur Bump. Ja, Bump halt rum. Und stirb doch, Bastard! Greift ihn nicht frontal an. Ja, bitte, jetzt ist er tot, aber seine Kinder leben! Hier, stirb. Stirb, ihr kleinen Bastarde. Nein, ich kann nicht mehr schießen. Ich greife die nicht frontal an. Nein, nein, nein. Ich bin noch nicht lebensmüde. Nein. Ich wollte doch mit den Pfeilen alle treffen. Einer lebt noch. Nein, zwei leben. Mann, gib mir doch Energie. Gib mir Energie. Jetzt sind sie tot. Ich würde schon sagen, wir sind doch gestorben gerade, aber warum geht's jetzt hier weiter? Aber nein, nein, es geht schon zu Ende. Es gibt natürlich hier auch ein Dungeon-Item, in Anführungsstrichen. Das ist übrigens sehr nice, das Item, aber dazu kommen wir später, liebe Freunde. So. Damit haben wir schon mal 2 von 3 besiegt. Weil wir jetzt alle Räume hier gesehen haben, nehmen wir mal den Raum wieder. Hier sind nicht die letzten 2 Bossgegner. Achso, da brauche ich die Lampe wieder. Aber ich will noch gucken, was es gibt. Endlich der kacke Kopfboss, ey. Ich dachte mir schon. Habe ich jetzt eigentlich. Ach, wir sind hier. Oh. Ah, oh. Ein Moment. Hm?
Ja, hier gibt es nämlich einen geheimen Weg, liebe Freunde. Und damit kommen wir dahin. Und hier befindet sich eine große Truhe und da drin ist... das letzte Item im gesamten Spiel. Du hast das rote Gewand erhalten. Damit wird der Schaden nochmals halbiert. Das heißt, wir nehmen sogar nur ein Viertel Schaden, liebe Freunde. Ist das nicht geil? Oh ja, das ist es, liebe Freunde. Es ist das letzte Item im gesamten Spiel. Damit haben wir jetzt tatsächlich 100%. Das Einzige, was wir nur noch machen müssen, ist einfach nur noch diese letzten zwei Dungeons zu schaffen. Danach haben wir tatsächlich, liebe Freunde, 100% in The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ich suche gerade meine fucking Lampe. Ach da, die ist ja jetzt Gold. Na! Ah! Es macht still. Oh, mir fällt gerade auf, dass wir hier noch nie waren, also in dem Raum hier. Ja, gut, dass ich den Kompass habe. Hier sind nämlich zum Beispiel noch 20 Rubine drin. Und das war ein bisschen selbst motiviert. Und hier brauche ich, denke ich, mal den Tag. Was? What the fuck? Ach ja, Moment. Das ist so ein ähnliches Rätsel hier. War doch das, ne? Genau, hier gäbe es nämlich auch diesen unsichtbaren Weg. Was ein verarscht. So, nicht und nicht. Warum hole ich meine Lampe nicht raus? Ich will meine Lampe! Und voila! 100 Rubine! Jetzt haben wir aber 100%. Mann! So, und wie gesagt, wir sehen uns gleich. Gut, dass ich da runtergefallen bin. Vielleicht wusste das Spiel das. So, Leute, jetzt aber zurück in den Raum. Wo die Lampe gezeigt wird. So. Wow. Okay. Ach, sag jetzt nicht, ich muss hier mit Lampe ohne Lampe spielen, oder was? Ja. Okay. Okay. Das könnte böse enden. Brauche ich... das ist ein bisschen nervig, wenn man manchmal so die Lampe braucht, denn nicht, weißt du? Es geht nämlich schon ein auf den Keks. Ah, ach ja, stimmt, und zwar... Ach ja. Moment. Ich mach das mal so. Genau. Und zwar müssen wir uns jetzt hier den Weg merken. Damit man da weiterkommen kann. Moment. Also das heißt, ich gehe hier links, dann da links und da. Okay. So. Dann nach hoch. Hier nervt mich noch so ein fucking Gegner, der will mich halt einfach nur runterschmeißen. Und das ist halt der Clou in diesem Dungeon, also bei diesem Teil. Einfach sich zu merken, wo musst du jetzt lang? Einfach den nur da hoch. Okay. Und jetzt muss ich da hoch. Hä? Willst du mich verarschen? Ich bin doch nicht so lang. Achso. Und ich bin jetzt da hoch? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hier hoch? Genau. Verrecke. Ah, okay. Ja, das ist halt ziemlich böse bei diesem Ding. Da ist ein Gegner! Und hier ist die verschlossene Tür. Das heißt, ich bin vollkommen falsch gelaufen. Toll. Obwohl, ist da drin die Truhe?
Ja, da drüben ist die Truhe. Oh, es gibt ja aber zwei, wo ich das auf der Karte erkennen kann. Das heißt, ich bin tatsächlich falsch gelaufen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weniger gut. Das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Weil ich irgendwo eine Abzweigung verpasst habe. Oder doch nicht? Ja, hier muss man ein bisschen taktisch orientiert denken. Oh, okay. Das ist ein schmaler Grat, das ist badass. Wo ist der Schlüssel? Wo ist die Truhe? Hä? Ist hier nicht irgendwo noch eine Truhe gewesen? Hä? Bin ich blöde? Ich könnte schwören, dass hier noch... Ich hätte geschwört, dass hier noch eine Truhe ist, aber irgendwie nicht. Bin ich blöd? Ich dachte, hier wäre noch eine Truhe. Au. Oh. Ach, der Bastard. Kann ich den wieder mit Pfeil abballern? Ja. So ist es halt leichter. Oh. Er kann das aber mal blocken anscheinend, oder? Komm, Pfeil. Und stirb. Bone Shooter. Oh, verdammt. Hat's. Problem ist, ich kann ihn halt nicht direkt angreifen, wirklich. Und wenn, dann kassiere ich halt. Ich wollte es nur euch zeigen. Oh, ich sehe auch, dass ich voll Herz haben konnte. Das. Hatte. Ach, er ist schon tot, oder? Ja. Tot. Besiegt. Yeah. Jetzt fehlt... Jetzt wird vor allem auch die Musik deutlich besser. Diese Musik ist geil! Arch ist so geil, Alter! Feier ich. Vor allem hier beim Finale ist der Soundtrack einfach noch wieder so episch. Love you. Oh, wir kommen zum letzten Raum. Wir brauchen hier unseren Unterhaken. Wow! Fuck, Hand. Ah, Drecksender. Ah, okay. Ah, wir müssen wieder zwei Augen einsetzen. Ich sehe schon. Hier, schlag mal da drauf. Gimme five, Alter. Ach so, lass mich raten, ich brauche hier auch den Eisstab, weil sonst komme ich ja nicht weiter. Ja, das sehe ich schon, dass ich hier den Eisstab brauche. Und ich wollte einen gerade schmeißen, aber egal. Hier. Das könnte die drüben ein bisschen badass werden. Nein! Oh, ich blöder Honk. Der hat mich nicht weggenommen, oder? Was? Wie kann er mich treffen, wenn ich brennend in die Luft fliege? Ganz ehrlich. Das war gerade lächerlich. Weiß zwar nicht, aber okay. Wo ist eigentlich mein Enterhaken hin? Nein! Ich will mal... Fucking Eisstab ab. Ja, komm, schlag zu. Oh, das war knapp, du. Ah, komm, und. Du langweilst mich gerade? Ich hab gesagt, du langweilst. Langweile! Du langweilst mich. Hier finden wir den Schlüssel. Nein, 50 Rubine.
stimmt, hier gibt's auch zwei. Vergessen ich vielleicht. Und ihr brauche ich gleich den Hinterhaken, wenn ihr zu schwimmen. Der Cheese richtig, du kleiner Hund. Ich brauche Hilfe mit der Hände. Komm, schlag zu. Wo ist die Plattform hin? Okay. Gott, bitte beweg dich, Plattform! Ach du blöde, blöde Drecksplattform! Du Drecksand, Alter! Ey, das ist doch eine Drecksplattform, ohne Witz! Die ist schlimmer als die Deutsche Bahn! Oh, ohne Spaß! Ohne Spaß, ey, die ist echt schlimmer als die Deutsche Bahn! Wie komm ich jetzt da hin? Vielleicht oh. Okay. Langweil. Kann ich mich da fortbewegen? So. Kann ich mich hier denn fortbewegen? Ich weiß nicht. Wenn wir in einem anderen, wenn wir in einem Minished Camp wären, dann würde ich es verstehen, wenn man hier weiterkommt. Ali hopp. Gib Gas! Warum geht das da nicht los? Alter, wie kann ich das denn bewegen? Bomben nicht, oder? Sandstab ist sowieso Quack. Feuerstab? Hä? Bin ich blöde? Hä? What the fuck? Wie willst du da hin? Ich hol mir erstmal jetzt da. Oh, du blöde Hand! Warum komme ich da nicht weiter? Verstehe ich jetzt nicht. Ist das eine Wand oder was? Tatsächlich eine Wand gewesen. So, jetzt gib mir mal mein Auge, Alter. Hallo, brauch ein Auge. Danke. Jetzt dürfen wir wieder das lustige Auge durch die Gegend schleppen. Vielleicht bewegt sich dann endlich das fucking Floß. Wie soll ich das da rüber bewegen? Kann Link das so hochschmeißen? Nein. Nein. Ich dachte, er kann es so hochschmeißen. Das per Enterhaken an mich ziehen, das Auge? Interessiert mich jetzt mal so. Kann ich das zu mir jetzt? Ja. Okay, damit ist diese Frage schon mal gelöst. Das heißt, ich schmeiß es. Ich schmeiß es dahin. Geh wieder zurück in meine Wand. Stürm mich hier hin in den Enterhaken und hol mir mein Auge. Versteck mich hier nochmal, damit der Bastard mich nicht trifft. Und werf das Auge in die Reihe. Wunderschön, ne? Und wir beenden den Part und ich hoffe, dass ich bis dahin herausgefunden habe, wie ich dieses loszubewegen kann. Bis dahin, Leute, und ciao!